Heute mal ein Video von mir, in dem ich mich für die erreichten 500 Abonnenten bedanken möchte. Vielen Dank für die Unterstützung und die vielen lieben Kommentare, die ich auf meine Videos auf meinem kleinen Kanal erhalte. Ich freue mich sehr darüber. Nun möchte ich mal zwei Themen näher beleuchten. Das erste Thema ist die Überprüfung der Lizenz bei der FCA in England und das zweite Thema ist die Anrufgenehmigung, die ich nie erteile. FCA ist die Abkürzung für Financial Conduct Authority, eine von zwei Behörden, die alle Dienstleister in England registrieren und regulieren müssen. Ähnlich wie die BaFin es als Behörde in Deutschland macht. Jeder Mensch kann auf deren Webseite Firmen auf Regulierung überprüfen. Dazu gibt man den Namen der Firma oder die Referenznummer, auch ID genannt, auf der Suchmaske ein. Wird unter der ID eine Firma gefunden, reicht das vielen Menschen schon aus, aber leider ist es nur der kleine Teil der Überprüfung. Es gibt immer mehr Betrüger, die suchen sich eine Firma mit echter Regulierung raus und geben deren Nummer als eigene Nummer aus. Hat man also die vermeintlich regulierte Firma gefunden, überprüft man noch die Details der Firma. Da wäre die Adresse, die Telefonnummer, die Kontakt-E-Mail-Adresse, seit wann die reguliert sind und deren aktuellen Status und die Handelsplattform, die mit dieser Lizenz verknüpft ist. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Die Plattform der Betrüger ist damit nie verbunden. Thema 2 ist die Anrufgenehmigung. Eine solche Genehmigung kann nie durch die Eingabe von Daten allein oder in den AGB erteilt werden. Dazu benötigt es ein Single Opt-in oder das bekannte Double Opt-in. Für das Double Opt-in muss zum Beispiel ein Code per SMS gesendet werden, den man dann bestätigen muss. Erst dann darf man in Deutschland angerufen werden und man muss als Anrufer belegen können, wie und wann man diesen Code versendet und die Freigabe erhalten hat. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die Anrufgenehmigung zu erhalten, auf die ich im Einzelnen hier nicht eingehen möchte, weil es einfach zu lange dauert. Fakt ist, dass ich nie ein Opt-in per SMS erteilt habe. Dieser Anrufer versteht natürlich diese beiden Themen nicht und zeichnet sich dadurch aus, dass er mich ständig und wiederholt unterbricht und immer beteuert, das wäre das letzte Mal gewesen. Irgendwann habe ich dann einfach mal aufgelegt. Habt nun Spaß mit dem Video und natürlich geht es auch heute nach dem Intro los. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Alex Mila am Apparat, rede ich mit Herrn Steigeisen, Jürgen? Ja, das ist richtig. Liebe, ich melde mich zum Thema Investedex. Ich wollte ein paar Informationen mitteilen über Finanzmarkt. Von welcher Firma rufen Sie an? Von Investedex. Sagt mir nichts. Wie schreibt sich das? Also ich kann für Sie buchstabieren. Das wäre also nett, Dankeschön. I wie Ingo. I wie Ingo. N wie Nordpol. V wie Vater. N wie Nordpol oder L wie Nordpol? N wie Nordpol oder Norbert. Ja. V wie Vater oder Victor. Ja. E wie Emily. Ja. S wie Siegfried. Ja. T wie Theodor. Ja. Edex. E wie Emily, D wie Dora, E wie Emily, X wie... Also nicht so schnell, nicht so schnell bin ich ja nun nicht beim Tippen. Also Invest. Okay. Und weiter? Edex. Also E wie Emily. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emily. Ja. X wie X-Men oder X-Factor oder Xavier. Ja. Punkt com. Ah, okay, gut. Sehr schön. Gut, dann können Sie jetzt erzählen, was Sie mitteilen wollten. Okay, also unsere Firma, liebe, bietet über Kryptowährungen, also über Bitcoin, Shiba, Ethereum, Luna, verschiedene Kryptowährungen, was steht momentan in Börse. Und bei unserer Firma, liebe, sie haben auch Möglichkeiten über diese Krypto operiert.
Wie können Sie das machen? Zum Beispiel haben Sie verschiedene Möglichkeiten, über Experten zu arbeiten, mit Roboter, automatisch Software das machen. Sie können auch selber es handeln, ja. Und Sie können zum Beispiel eine von diesen Möglichkeiten wählen und ich kann Ihnen also mehr Informationen geben, wie das funktioniert. Zum Beispiel mit dem Roboter, lieber automatisch Software. Der Roboter macht das für Sie automatisch, ja. Sie können, der Roboter kann für Sie das Operationen eröffnen und schließen. Aber also, liebe Ima, müssen wir also mit einem Support reden, ja. Weil der kann Ihnen erklären, zum Beispiel, wie viel haben Sie profitieren, was für eine Projekte hat unsere Firma. Wo können Sie also investiert und operiert? Ich Ja. kann auch so einmal unsere Seite zeigen, liebe, natürlich, ja. Wenn Sie ein PC oder so etwas haben, ich kann Ihnen das zeigen. Ja, gerne. Benutzen Sie ein PC oder Laptop Ich benutze einen Computer, oder ja. ein Computer? Okay. Dann benutzen Sie also Google Chrome oder Mozilla Firefox. Genau, ich nutze einen Browser. Okay, ein Browser, ja. Dann drücken Sie da, liebe, und schreiben Sie ganz oben unsere Firma. Die Ja. habe ich Ihnen gebuchstabiert. Ja. Ich bin schon Und auf sagen Ihrer Sie mir, Seite. was. Okay. Und was sehen Sie? Oder was schauen Trade Sie? Forex Pairs und dann ein Genau. Handy. Ja, genau. Und da ist unsere Firma, liebe. Also da haben Sie zwei Möglichkeiten, so also Optionen zu anmelden oder registrieren zu machen. Dann da haben Sie, wenn Sie das Konto eröffnen oder aktivieren, ist kostenlos, wenn Sie ein Formular da ausfüllen, ja. Und da, Sie können dann sehen, was für eine Möglichkeit haben Sie zum Beispiel über Bitcoin zum Operieren oder wie eine Experte für Sie arbeitet. Ich weiß jetzt nicht, lieber, ob Sie Erfahrung haben, Ich habe schon ein wenig aber Erfahrung, ja. ein wenig Erfahrung. Dann also der Experte, also wenn Sie mit einem Experten arbeiten, das ist wäre besser für Sie. In der gleichen Zeit, lieber, Sie können auch lernen, wenn Sie wollen, natürlich. Dann das bedeutet, ein paar Wochen später, Sie können auch selber operieren, aber immer mit unserer Info. Also das bedeutet mit unserer Info, mit unseren Projekten, ja, mit unseren Paketen. Ja. Also Okay. sehen Sie lieber, wo steht Login und Register? Ja, das Ganz oben in die. ja, natürlich sehe ich richtig. Okay. Okay, gut. Dann können Sie per Registrieren drücken, beim Register. Ja, erstmal wollte ich gerne noch ein bisschen was über Ihre Firma erfahren. Sie haben ja jetzt über Ihre Firma noch gar nicht gesagt. Also, ich habe Ihnen ein paar Informationen mitteilen, wie das funktioniert. Ja, also Ja. die Mantel. Ja gut, aber wo sitzt denn Ihre Firma überhaupt? Also, da haben Sie auch die Informationen, wo steht unsere Firma. Sie haben auch eine Können Sie mir Telefonnummer, das nicht wo Sie sagen? können Ich habe also. Sie doch gerade am Ja, Telefon. kann ich. Ja, Ja, dann sagen Sie doch kann einfach. ich, lieber. Kann ich das sagen? Also, natürlich, ich kann Ihnen die Adresse geben. Also, Sie können zum Beispiel schreiben, ja, nicht zum Beispiel, aber Sie können das schreiben, so. 83 Southampton Road, London, England. Ist Okay. unser Hauptsitz. Ah, Sie sind also eine englische Firma. Ja. Und dann, Okay. Sie haben auch eine Telefonnummer, wo Sie selber direkt anrufen, direkt beim Zentrale. Okay, gut, okay. Das ist ja schon gut. Und Sie sind ja eine Finanzdienstleister, richtig? Also nein, lieber, ich kann nur die Informationen mitteilen, wie das funktioniert oder was bietet unsere Firma. Dann Aber. eine Experte kann Ihnen dann besser erklären, ja, Ja, wie dann das geben Sie mich doch funktioniert. an den weiter. Ja, natürlich, aber ich muss also eine Konto aktivieren, wenn Sie direkt mit dem Experten also wollen zu reden, ja. Ja, Sie können mir nicht sagen, wo Sie reguliert sind und offensichtlich Ja, wir sind lieber. Also ich habe Ihnen gesagt, wir sind unterbrechen Sie mich doch einfach mal schon nicht. also lieber, wir sind schon registriert beim FCA-Register, ja. Wo Ah, okay, alles, also. das können Sie mir dann doch sagen. Das ist doch schon mal ganz gut. Und wo sind Okay. Sie da? Unter welcher Nummer sind Sie da reguliert? Also, ich kann Ihnen auch die Referenznummer eingeben. Können Sie mir einfach sagen? 954. Augenblick. So, 954.
Ja, 704. 704. Okay. Ja, Dann schauen wir beim doch mal. FCA-Register. Ja, natürlich. Nee. Da Doch, sind, doch, und an der Liebe. Nummer sind Sie nicht bei der FCA. Doch, doch, Liebe, vielleicht Okay, haben Sie nicht beim FCA gekriegt. unter welchem Firmennamen sind Sie denn da reguliert? Also, da habe ich Ihnen gesagt, die Referenznummer, ja? Ja, Sie haben gedrückt und da kommt. wenn Sie mich ausreden lassen würden und nicht dauernd unterbrechen würden, unter welchem Firmennamen Ja, sind sehr Sie gut. da denn da reguliert? Habe Sie gedrückt beim FCA? Ja, Hast du richtig. nicht gefunden? Ja, habe ich Invest gefunden. Protect, ja genau. Also Invest Protect Insur Finanzielle Advice LTD ist dieser. Okay, gut, okay, dann gucken wir doch mal weiter. So, Okay. dann schauen wir doch mal. So, da öffnet sich das Fenster. So, es steht gut, okay. Und Ihre Plattform, mit der Sie traden dürfen, ist welche? Eingetragen? In InvestorDex. Nee. Dog. Nein. Dog, lieber Dog. Nein. InvestorDex. Nein, die Webseite, mit der Sie traden dürfen, ist eine andere. Nein, das ist lieber. Nein, ich sehe es. InvestorDex. Nein, stimmt nicht. Ich sehe es doch auf der Webseite der Nein. FCA. Ich sehe es Ja, habe doch. ich Ihnen und also die finanzielle Name, wie ist, habe ich Ihnen gesagt. Ja, aber Weil wir können beim Plattformen, lieber, wir dürfen nicht Invest Protect Insure Finanzielle Advice LTD schreiben. doch, natürlich, denn Wir das ist müssen dann eine, nein, das, wenn Sie mich mal nein, geht ausreden es lassen nicht so. würden. Wollen Sie mich gar nicht ausreden lassen oder? Ja, ich wollte aber, wenn Sie etwas Falsches sagen, ich muss Nee, das normal, ich sage nichts nochmal, ja. Falsches. Ich bin hier auf der Webseite der FCA und ich sehe, dass Sie Dann gut. unter diesem Namen traden dürfen und nicht unter Invest irgendwas. Also das ist die kommerzielle Name, was unsere Firma hat, InvestorDex. Wir sind schon registriert Ja. beim FCA-Register. Nein, aber Sie Das sind ist nicht. unsere Plattform, lieber. Die Lizenz ist diese, die Plattform ist InvestorDex. Nein, ist Ist es nicht nicht. so schwierig. Also Sie können beim, also nehmen wir eine deutsche Plattform zum Beispiel, ja, plus 500. Dann sehen Sie, wie ist der Name, was für eine Lizenz hat, plus 500 beim BaFin. Und dann vergleichen Sie mit dem Namen von Plattformen. Das ist ganz genau. So, sind Sie jetzt Ja, fertig? sehen Sie? Nein, Ja, sind Sie ich noch bin nicht. fertig. Dann erzählen Sie weiter. Sie lassen mich ja nicht zu Wort kommen. Dann erzählen Sie erstmal Nein, zu nein, nein, Ende. ich bin fertig, habe ich gesagt. Ach so, okay. Also, ich sehe auf der Webseite der FCA, dass Sie nicht bei der Invest-EDEX kommen, dass das nicht Ihre Handelsplattform ist. Das sehe ich auf der Webseite. InvestorDex. Sie unterbrechen mich schon wieder. Ich glaube, das hat so keinen Sinn. Wenn Sie mich dauernd unterbrechen, Aber dann. Liebe, Dann, Sie fragen mir dann. Sie unterbrechen mich schon wieder. Hiermit ist das Gespräch beendet. Wenn Sie mich unterbrechen, dann habe ich keine Also, Lust, mit liebe, Ihnen zu Sie telefonieren. fragen mir. Verstehen Sie? Sie Nein, lieber, unterbrechen so, mich wir müssen auch. permanent. Ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen zu telefonieren. Sie unterbrechen mich Ich permanent. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. mag das Tschüss. nicht mehr. So, rausgeschmissen. Hallo? Herr Steingeißen, Jochen, Ja. nochmal Alexa, warum haben Sie diese Telefonnummer so lieber aufgelegt? Ja, weil Sie mich nicht so ausreden lassen haben. Und Ich ich. habe Ihnen gelacht, aber Sie haben Nein, haben mir Sie nicht. Sie gefragt. haben mich permanent unterbrochen. Okay, mag ich das nicht. Okay, reden wir nochmal. Ja, nee. Sie haben mir. Ja, jetzt reden Sie erstmal. Nein, kein Problem. Also ich wollte Ihnen nur etwas so vergleichen. Zum Beispiel beim Nuri Bank, beim Plus 500. Zum Beispiel Nuri Bank hat anderes Namen, Nuri Bank, und seine Lizenz heißt beim Solaris. Das Und hat ja hiermit nichts zu wir tun. wissen. Hierbei geht es um die Handelsplattform. Die ist bei der FCA eingetragen. Und Genau. es ist nicht die InvestEdex, die eingetragen ist, die Handelsplattform.
Ah, sind Sie fertig jetzt, lieber? Dann kann ich jetzt ausreden. Ja, natürlich. Okay. Wie ich habe Ihnen gesagt, also Lizenznummer, Lizenzname von der Firma ist ganz anders. Bei jeder lizenzierten Firma nehmen wir plus 500. Die großen Plattformen in Deutschland, deutsche Plattformen. Wenn Sie das sehen beim BaFin, ist schon also ein anderes Name. Und Name bei der Plattform ist plus 500. Nehmen wir Nuri Bank. Nuri Bank ist auch also über Exchange, also Krypto zu kaufen und Geld zu, also wechseln, also Euro auf Kryptowährungen. Dann ist auch so, beim Solaris hat diese Zertifikate oder diese Lizenz und beim Name auf den Plattformen ist ganz anderes. Ich gebe Echt? Ihnen also. Richtig. Also, bei der BaFin ist es so, dass man muss der Plattform registriert ist und reguliert ist, mit der man handelt. Und bei ihren wäre das dann die Investindex. Aber diese steht nicht drin, sondern da steht was anderes. Und das ist, Was deswegen steht stimmt da? es. Was anderes? Sie haben schon, sie ist, es ist müßig Nein, mit Ihnen. habe ich gefragt. Hab ich, nein, Ja, lieber, aber habe ich ich war nur noch am einmal Reden und Sie haben mich gefragt. wieder unterbrochen. Okay. Weil so ist nun meine Natur, lieber. Es Ja, tut das mir ist leid, schlimm dass genug, diese dass Sie nur am solch Telefon ein. sind und Leute unterbrechen. Das ist kein kundenfreundliches Dann, Verhalten. sorry. Sorry, lieber. So, Sie können also, mir auch fragen, kein Problem. ja, Ihre Plattform ist investedex.com. Und der Genau. Name der Plattform, mit der Ihre Plattform verbunden ist, müsste da Ja. stehen investedex.com. Tut es aber nicht, da steht was anderes. Und das Genau, ist, liebe, steht und was anderes, weil ja, so ist eben. Name von den Zertifikaten. Nein, es muss die Doch. Plattform Finden Sie eingetragen mein werden. Lieber, so beim Nuribank zum Beispiel, Nein, ich wie gucke nicht heißt bei Nu, es geht seine um Ihre Lizenz? Firma. Es geht um Ihre Firma. Und nicht um die Nuri Bank Und oder ihr, irgendetwas anderes. ich vergleiche das, so Sie besser verstehen, lieber, deswegen. Ich verstehe es sehr gut. Ich bin schon ein bisschen erfahrener. Also, wenn Sie Genau. bei, haben, Sie sagen, bei der BaFin haben Sie ja keine Lizenz. Nein, Oder bei dem BaFin nicht, lieber. sehen Sie, und Weil dann. wenn wir das bei dem BaFin, wir müssen unbedingt die Zentrale in Deutschland haben. Aber wir Richtig. haben das nicht. Genau, wir haben das nicht, deswegen wir sind schon registriert und reguliert beim FCA-Register. Ja, Sie Weil werden. sie nicht, ist nicht nur FCA-Register oder beim BaFin, aber gibt es auch also Lizenzen oder Haupt in Zypern, also auch in Oh anderen ja, Ländern. Gies Heisek, ganz großes Kino. Ganz großes Also, Kino. gibt es verschiedene, habe ich Ihnen gesagt. Ja, natürlich, natürlich. Aber jemand, der Heisek vertraut, der ist selber schuld. Genau. Eben. Und der Punkt ist nun mal. Zum Beispiel die Nuri Bank, die ist schon registriert, Nuri Bank in Deutschland mit allen Lizenzen, aber Sie wissen ganz gut, Nuri Bank ist schon in Insolvenz. Ja? Ja, und der Punkt ist ja, Und? dass die BaFin gar keine Firmen reguliert, die mit Kryptos handelt. Ja, aber beim Nuri ist keine, also. Kryptowährung zum Handeln und ist schon in Insolvenz. Warum? Wegen dieser Zertifikate, was Sie meinen, muss unbedingt in Deutschland das haben. Nein, lieber, wir haben unsere Regel. Wie Deutsche hat seine Regel, wir haben auch unsere Regel. Ja, richtig. Und diese Regel Genau. besagt auch bei der FCA, dass die Plattform, mit der gehandelt wird, ganz spezifisch aufgeführt sein muss. Und das ist es bei Ihnen nicht. Das Sie, ist Ihre Meinung, lieber. ja, Ihre Plattform ist sozusagen die Mutterfirma. Und Ihre Tochterfirma Ist ist nicht in. Mutterfirma, ist eine von dieser Firma halt. Ja, Ist nicht eben. also Mutterfirma, ja, genau. Ja, und eine von dieser Firmen, man kann immer nur eine Firma regulieren. Eine Plattform. Und nicht mehrere Mein Plattformen Liebe, unter einem. Sie unterbrechen mich schon wieder. genau. Das Gespräch ist hiermit zu Nein, Ende. nein, nein, Tschüss, nein, tschüss. nein, Nee, so hat lieber. das keinen Also. Wert. Sie unterbrechen Nein, mich nein, lieber, permanent. also, ja, nein, nicht, ich mag das nicht, ich wollte das nicht machen.
Ja, Sie haben es aber gemacht. Glauben Sie auch mir. Nein, nein, lieber. Also nur das war die letzte. Das letzte Mal, was ich Ihnen so unterbrechen, das war. Reden Sie jetzt. Also, wie gesagt, das, was da eingetragen ist, ist etwas anderes als die Webseite, mit der Sie traden. Es muss aber die Webseite, mit der Sie traden, eingetragen werden. Genau exakt diese Webseite. Und die ist nicht eingetragen. Und von daher ist das für mich kein Fall, dass ich bei Ihnen irgendwie traden möchte. Das ist der Okay, Punkt. das ist genau, das ist das, ich muss respektieren. Ja. Ihre Richtig. Entscheidung, ich muss sowieso respektieren, lieber. Aber Richtig. was ich muss, genau, Übrigens, was ich kann ich hätte da sagen, noch eine Anmeldung, Anmerkung. Sie rufen ja, hier in Deutschland an, richtig? in viele Länder, lieber, ja, nicht Ja, nur in Sie rufen Deutschland, ja in jetzt bei mir gerade, Österreich Sie ist. rufen jetzt gerade bei mir in Deutschland an. Genau. Aber Wo ich kann auch in Österreich und habe ich Ihnen denn die Erlaubnis erteilt, mich anzurufen? Das sogenannte Double Opt-in. okay, jetzt ich sage Ihnen, wo haben Sie das Anmeldung gemacht? Okay? Nein, das weiß Also ich. Sie Ich haben, habe, nein, okay, nein, Sie ich weiß. haben beim Kryptogenius also eine Anmeldung gemacht, beim Kryptogenius. Wir sind schon verbunden mit dem Kryptogenius. Nein. Und Ihre Datei kommt, doch, lieber. Ich glaube, Doch, Sie lieber. wissen gar Nur nicht, was ein hier. wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Also beim Kryptogenius haben Sie Anmeldung gemacht. Nein, das habe ich nicht Dieses gefragt. Formular haben Sie. Ich habe gefragt, ob Sie wissen, was ein Double Opt-in ist. Also, liebe, Sie haben mir gefragt, Was ist wie ein kann Double ich Opt-in, Ihnen habe ich also. gefragt. Nein, Sie haben das nicht gefragt, lieber. Doch, ich habe es Was haben mehrfach Sie gefragt. gefragt? Ich frage War. es jetzt nochmal. Was ist ein Double Ja, Sie Opt-in? haben. Sie haben mir gefragt, also wegen Ihrer so Anmeldung, was haben Sie gemacht? Nein, Wie kann ich Ihnen telefonieren? ich habe nicht wegen einer Anmeldung gefragt. Ich habe gefragt, wo ich Ihnen die Einzug- oder die Anruferlaubnis erteilt habe. Das ist das sogenannte Weil Double Sie Opt-in. haben, Sie haben mich schon Liebe, wieder weil Sie haben das unterbrochen. selber. Okay, tschüss. Und nun das Fazit zu diesem Telefonat. Die besagte Webseite war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal 64 Tage alt und heute ist diese Seite schon nicht mehr erreichbar. Meine Recherche war mal wieder goldrichtig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Erklärvideo und danke euch nochmal für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video, euer Callcenter-Crusher.